Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man Stadtlichter bei einer Abendaufnahme perfekt ineinander blendet, obwohl es verschiedene Lichtverhältnisse sind. Also ich befinde mich hier in Leipzig, das ist die Oper in Leipzig und im Vordergrund ist so ein Springbrunnen angelegt. Ich wollte also zur blauen Stunde sowohl die Lichter einfangen, dann natürlich mit der Reflexion, als auch noch ein schönes Wolkenbild haben. Also so sieht das aus, wenn man ganz normal belichtet. Das war ja mein Testshot, habe ich mal ausgerichtet, die Kamera. Und jetzt zeige ich euch mal die weiteren Aufnahmen. Also es wurde dann später, ich habe dann eben auch Filter jetzt draufgeschraubt, um die Reflexion besser hinzubekommen, habe ich einen CPL-Filter aufgeschraubt und habe gewechselt mit ND8 bis ND64. Hier kommen die Lichter schon besser, die Reflexion kommt auch ganz gut. Man sieht, ich hatte Glück, der Wind kam genau aus Richtung hinter des Gebäudes, sodass sich die Wolken so ein bisschen fächermäßig auftun. Aber der Effekt war mir noch nicht stark genug, also habe ich weitere Aufnahmen gemacht. Die hier finde ich schon eigentlich ganz gut und ab hier fängt es dann meiner Meinung nach an zu kippen. Also hier finde ich die Wolken ganz schön. Und die Beleuchtung sieht auch eigentlich ganz gut aus. Aber wer den Ort kennt, weiß, dass eigentlich das hier auch noch beleuchtet wird. Das sind so Treppenaufgänge von den Parkhäusern darunter. Die sind jetzt noch nicht an. Also habe ich weiter fotografiert. Jetzt gibt es insofern mit den Lichtverhältnissen, als dass die Schatten natürlich auch immer dunkler werden. Jetzt sind diese Parkhäuser an, aber insgesamt, jetzt wird der Himmel zu flach, das Gebäude wird mir zu dunkel. Und wenn man noch länger wartet, dann sieht es dann eben so aus, das gefällt mir dann nicht mehr. Also war meine Überlegung, wie kann ich denn das zusammenfassen? Und das werde ich jetzt mal in einem Tutorial zeigen. Ausgangsbild wird das hier sein, weil ich hier den Himmel am schönsten finde. Und bei weiteren Lichtern werde ich das hier nehmen. Also wir wechseln zu Affinity Photo. Und in Affinity Photo habe ich jetzt beide Bilder geladen. Also das Ursprungsbild, wo ich, wie gesagt, den Himmel besonders schön finde. Und im Prinzip auch die Beleuchtung mit ein paar Abstrichen. Und mein weiteres Bild, was ich dann für das Überblenden benutzen werde. Das werde ich jetzt erstmal aber nicht benutzen. Insofern gehen wir mal an das erste Foto. Dieses Foto würde ich jetzt erstmal so entwickeln, also so bearbeiten, wie es mir gefällt. Als wenn es das zweite Bild noch gar nicht geben würde. Und da würde ich tatsächlich das Bild noch etwas heller und kräftiger gestalten, also mehr Helligkeit einerseits und mehr Kontrast andererseits. Dazu nehme ich jetzt eine Anpassungsebene Helligkeit Kontrast. Ich nehme nicht die Belichtung, weil die Belichtung würde linear jeden Helligkeitswert gleichmäßig nach oben setzen. Das würde aber bei mir jetzt möglicherweise dazu führen, dass die bereits hellen Stellen anfangen auszubrennen. Die Helligkeit verschiebt nur die mittleren Helligkeiten, also weder das Anfang noch das Ende. Aber zuerst ziehe ich mal den Kontrastregler, wie ich meine, dass es mir gefällt. Sagen wir mal so, es wird dunkler, also den Wert sowieso schon mal erhöhen. Plus, was ich ja eigentlich vorhatte, insgesamt die Helligkeit ein bisschen zu erhöhen. Den Himmel betrachte ich mir hinterher. Mir geht es jetzt gerade nur um das Gebäude mit den entsprechenden Spiegelungen. Das war mein erster Schritt. Nun möchte ich aber die Aufmerksamkeit ins Zentrum des Bildes lenken. Hier ist es gerade für mich persönlich so ein bisschen schwierig, dass das Zentrum des Bildes ist ja eigentlich hier. Das ist recht dunkel und das Erdgeschoss ist eigentlich gerade, obwohl es auch beleuchtet ist, die dunkelste Etage. Aus meiner Sicht wird es in diesem Bereich so hell, sodass man automatisch in diesem Bereich so hinguckt. Finde ich jetzt für mich persönlich ein bisschen irritierend. Deswegen werde ich jetzt die Helligkeit in verschiedenen Stufen anpassen. Also ich nehme nochmal eine Ebene Helligkeit Kontrast. Jetzt interessiert mich nicht der Kontrast, sondern nur die Helligkeit. Und die wiederum achte ich mal jetzt nur so auf die Mitte. Die setze ich jetzt also erstmal hoch, sagen wir mal so um diesen Wert. Ich gucke mir das gleich nochmal genauer an, werde jetzt aber die Ebene invertieren mit Command und I, also verdecken und das Ganze wieder reinmaskieren mit einem Verlauf. Nehme also das Verlaufswerkzeug. Jetzt habe ich hier oben ein Kontextmenü mit verschiedenen Funktionen. Ich möchte in dem Fall eine elliptische Anpassung haben. Dann kriege ich standardmäßig diese L-Form. Hier ist der Maskierungsgrad. Weiß heißt, es wird völlig reinmaskiert. Und hier hat man so ein mittleres Grau. Das heißt, wird ein wenig reinmaskiert. Also wähle ich jetzt diese Farbe an. Gehe hier rauf und sage, diese Farbe soll jetzt nicht grau sein, sondern schwarz. Jetzt achtet mal darauf, wie sich das verändert. Also jetzt erreiche ich die Maskierung, die ich eigentlich haben will. Aber nicht in dem Bereich, den ich haben will. Also passe ich mir das Ganze jetzt an. Ich kann mir es jetzt so zurechtziehen, wie ich es brauche. Und jetzt sieht man, dass dieser Effekt
jetzt dann auch schon moderater ist, wenn ich das nur auf einen bestimmten Bereich ziehe. Also ich mache es mal so. Jetzt würde ich noch eine weitere Anpassungsebene machen bezüglich der Helligkeit, weil mir, wie ich ja schon gesagt habe, dieser Bereich hier zu dunkel ist. Also ziehe ich mal noch was mit noch einem kleineren Radius. Also einfach oben drauf, wieder Helligkeit und Kontrast, wieder anheben. Ich achte jetzt mal nur auf die Mitte, ich kann das ja nachkorrigieren. Nehme wieder das Verlaufswerkzeug, nehme wieder elliptisch und ziehe mir den jetzt mal hier wieder so rauf. Genau das gleiche, Farben anpassen und jetzt ziehe ich mir den da hin. Wenn man die Kontrolltaste gedrückt hält und auf so einen Punkt geht, dann kann man den auch einzeln verändern. Ich will ja gar nicht so weit jetzt hier oben mehr die Helligkeit, sondern eigentlich so in diesem Bereich zentral. Also das hier soll heller werden. Und jetzt zeige ich mal, was man alleine mit diesem Effekt hier eigentlich erzielt. Das ist natürlich zu extrem. Aber ich gehe mal ruhig so hier ran. Obwohl sich 50% total krass anhören, finde ich, sieht es hier in dem Fall jetzt besser aus. Ich gucke jetzt immer noch auf das Gebäude und möchte jetzt im letzten Schritt, wie ich das Gebäude mir vorstelle, wie ich es bearbeite, noch so ein bisschen drüber nachdenken, wie mir die Beleuchtung gefällt. Also der Ton ist jetzt hier so orange von der Beleuchtung her und ich kann mir überlegen, wie ich diese Farbe und Sättigung eigentlich finde. Ich würde es persönlich ein wenig blasser haben wollen, also nicht ganz so orange. Das erreiche ich mit einer Anpassungsebene HSL. Nehme die Pipette, gehe hier rein, wird ausgewählt, Farbspektrum. Und jetzt bin ich also in der Lage, diese Farbe in dem Bild zu verändern. Ich möchte mehr ins Gelbe gehen, also jetzt nicht, dass es gelb wird, aber ein bisschen mehr ins Gelbe gehen, etwas von dem Rot rausnehmen. Das heißt, ich möchte in diesen Bereich. Und das bedeutet wiederum, ich muss die Farbe hier nach links verschieben. Kann ich ja mal extrem machen. Man kann ja komplett die Farbe wechseln. Das will ich ja nicht. Ich möchte nur so ein bisschen, man könnte auch mehr Rot haben. Ich möchte es ein bisschen mehr ins Gelbe verschieben. Sagen wir mal, so dieser Wert. Aber meiner Meinung nach könnte dieser Wert eben durchaus ein bisschen kräftiger daherkommen, dass es ein bisschen mehr poppt. Also erhöhe ich hier die Sättigung. Und ich möchte, dass tatsächlich die Beleuchtung so richtig schön knallig ist. Also erhöhe ich die Helligkeit der Beleuchtung. Sagen wir mal auf diesen Wert. Also dieser Schritt ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Aber so entscheide ich mich jetzt mal. Dann möchte ich den Himmel noch etwas verbessern. Und zwar grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Ich hatte Glück. Es zogen Wolken mit der Windrichtung genau mir entgegen, sodass ich so eine fächerförmige Ausbreitung wie ein Schein hinter dem Gebäude habe. Aber durch die Langzeitbelichtung ist mir das jetzt etwas zu hell geworden. Das möchte ich jetzt ein bisschen anpassen. Dazu gehe ich erstmal wieder auf das Ausgangsbild und nehme dann das neue KI-Tool von Affinity Photo. Und dann brauche ich einfach nur so rübergehen und erstellt eine KI-Auswahl des Himmels. In meinem Fall muss die Auswahl jetzt nicht perfekt sein, aber wir können die auch nacharbeiten. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte das Ganze mit ein bisschen mehr Kontrast und etwas dunkler. Ich habe jetzt also bereits die Maske und gehe jetzt mit den Gradationskurven vor. Also ich setze mal diese drei Punkte und guck mal jetzt, wie sich das Ganze verändert. Also insgesamt möchte ich den Himmel etwas dunkler haben, weil wie gesagt, durch die lange Belichtungszeit erscheint er jetzt heller, als er in Wirklichkeit war. Auch die dunkleren Töne ziehe ich ein bisschen dunkler, vielleicht so bis so in diesem Bereich. Jetzt ist die Frage, ob ich den hellen Bereich ein klein bisschen aufhelle. Ich würde mal sagen, moderat. So würde ich vorgehen. Ich zeige mal hier ein Vorher-Nachher. Das ist jetzt schon besser. Ich wähle mal die Auswahl ab und sehe hier in diesem Bereich ist es jetzt nicht so dolle geworden. Also gehe ich mal auf die Maske, nehme einen Pinsel, Farbe Weiß, gehe mit der Deckkraft hoch, mache das Ganze ganz weich, damit man so Übermalen nicht gleich so erkennt. Sonst müsste man jetzt genauer vorgehen und passe mal so ein bisschen hier diese Auswahl an, dass man es nicht mehr so sieht. Da ich den Himmel jetzt nicht so extrem verändert habe, muss ich auch die Reflexion jetzt meiner Meinung nach nicht verändern. Ansonsten müsste man jetzt hier unten, kann man überdenken, ob man vielleicht mit reduzierter Deckkraft, ich gehe mal auf 30%, auch die Reflexion so ein bisschen anpasst. Ich zeige es mal, ich mache mal den Pinsel ganz groß und ganz weich und gehe einmal von hier, gedrückte Shift-Taste, hier rüber, dann hat man auch diesen Bereich vielleicht ein bisschen harmonischer angepasst. So, das wäre jetzt grob der eine Teil. Ich bearbeite also gerade ein Foto in einer Abendaufnahme, habe die Lichter hier verbessert, die Kontraste verbessert. Aber was mir nicht gefällt oder was verbesserungsfähig ist, dass diese Parkhausschächte nicht beleuchtet sind. Die sind ja erst bei dem späteren Bild beleuchtet. Und dass manche Fenster so ein bisschen dunkel wirken, obwohl dahinter sich ja auch eine Lichtquelle verbirgt. Und das ist das, was ich jetzt so mit Exposure Blending meine. Ich nehme also ein anderes Bild, was so einer anderen Zeit oder mit einer anderen Einstellung entstanden ist und mixe die zusammen, so wie ich es brauche.
Dazu im ersten Schritt neste ich mal all diese Anpassungsebenen tatsächlich nur auf das obere Bild. Weil bisher haben wir ja nur das obere Bild bearbeitet. Und unter dem Bild befindet sich das zweite Bild. Hiervon möchte ich im ersten Schritt erstmal die Lichtschächte haben. Wie erreiche ich das? Ich lege jetzt auf diese obere Gruppe, ich habe jetzt eine Gruppe, man sieht, alles eingerückt, markiere die obere Gruppe und lege da eine Maske drauf. Und jetzt nehme ich einen schwarzen Pinsel und kann jetzt diesen Bereich einfach mir wieder hineinmaskieren. Mache es jetzt fürs Video nur mal grob. Man müsste sich da ein bisschen mehr Mühe geben, aber grundsätzlich versteht ihr, dass ich jetzt erstmal schon mal die Lichtschächte wieder dabei habe. So, nun ist die Auswahl sehr schlecht, weil ich einfach nur rüber gepinselt habe, nämlich ich habe jetzt hier dunkle Ränder. Logisch, weil das Bild darunter ja viel dunkler ist. Was muss ich also machen, damit es hier harmonisch aussieht? Ich muss jetzt, und deswegen habe ich das genestet, muss jetzt das untere Bild anpassen. Also, in dem Fall möchte ich die Helligkeit dieses Nahbereichs hier etwas erhöhen, sodass es sich besser einfügt. Also nehme ich hier einfach eine Anpassungsebene Helligkeit Kontrast und guck mal, was passiert, wenn ich hier die Helligkeit verändere. Und siehe da, dieser Schein ist weg. Denn es war nur eine Frage der Helligkeit. Wenn mir jetzt dieser Lichtschacht zu hell ist, dann maskiere ich das hier wieder behutsam ein bisschen raus. Also auch das ist möglich. Vielleicht mit verringerter Deckkraft und so auch hier. Ich habe ja gesagt, dass auch hier diese Bereiche, dass man die eigentlich verbessern kann. Die haben im unteren Bild, kommt da mehr Helligkeit durch als im oberen. Das möchte ich nutzen. Also gehe ich wieder, was ich gemacht habe, hier oben auf diese Maske. Und jetzt spiele ich mal mit der Deckkraft. Wenn ich volle Deckkraft gehe, dann schalte ich hier sozusagen regelrecht das Licht an. Wenn mir das zu krass ist, weil ich möglicherweise die Umgebungsmauer hier auch auf Fälle, das ist hier aber, oder verdunkle, das ist hier nicht der Fall, brauche ich jetzt hier in dem Fall nur hier so rüber malen in diesem Bereich oder so leichte Tupfer machen. Und dann schalte ich da das Licht an. Das mache ich auch hier. Die untere Etage ist meiner Meinung nach nicht stimmig. Ich kann das Ganze natürlich auch mit verringerter Deckkraft machen, damit es nicht ganz so krass kommt. Hier zum Beispiel. Und ich muss das natürlich auch in der Spiegelung hier wiederholen, damit es überhaupt plausibel ist. Ich zeige mal jetzt ein Vorher-Nachher. Alleine, wenn man dieses Licht anpasst. Das ist das, was ich meine mit Exposure Blending, also verschiedene Blendstufen zusammenmixen. Das könnte man auch mit noch mehr Bildern machen, je nachdem wie die Situation ist. Eins finde ich passt jetzt nicht so, ist jetzt aber auch eine Geschmacksfrage. Also diese Farbe, dieser Lichtschächte passt jetzt nicht so ganz zu dem Gebäude. Und das ist jetzt die Frage, ob man es so lassen will oder anpassen will. Ich zeige mal den Weg, wenn man es anpassen will. Dann geht man also wieder auf dieses ursprüngliche Bild, nimmt einmal HSL, geht mit der Pipette auf diese Farbquelle, der Farbbereich wurde ausgesucht. Jetzt möchte ich den Farbton verschieben, so ein bisschen ins Rötliche. Also es ist jetzt gelb, das ist mehr orange. Also verschiebe ich das Ganze so ein bisschen ins Rötliche, bis ich der Meinung bin, die Farbe passt. Kann mir auch überlegen, ob ich hier noch irgendwie dran rumspiele. Würde ich aber gar nicht so sehr machen. Eventuell die Helligkeit nochmal ein klein bisschen. Und damit wäre ich eigentlich fertig. Also ich zeige euch nochmal die beiden Bilder einzeln und dann, was wir daraus gemacht haben. Ich hoffe, ihr könnt diese Idee und diese Technik bei euren Arbeiten gebrauchen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.